Ja, mein Name ist Sam Hess, ich wohne im Engelberg, Kanton Obwalden. Und es macht ja keinen grossen Sinn, helfen vorzustellen. Ich habe mehrere Bücher geschrieben und draussen im Voyer, da könnt ihr nachher einige von denen anschauen. Und vor allem von dem Thema, das ich heute rede, das ist Diesseits, Jenseits. Und ich mache natürlich jetzt hier einen riesigen Gump. Versteht ihr, wir sind jetzt voll in der Materie drin gewesen. Geld. Und jetzt gehen wir da total raus. Und das wird für euch gerade eine andere Welt sein, weil Geld ist etwas sehr Wertvolles. Aber eigentlich bräuchten wir ja das gar nicht auf dieser Erde. Es ist eigenartig, dass mir immer wieder von früheren Zeiten redet. Also ich möchte noch geschwind sagen, dass ich da meinen Vortrag ziemlich zusammenkürzen musste, weil normalerweise tue ich an einem Abend referieren, so anderthalb bis zwei Stunden. Und ich habe jetzt vom Roman ein Zeitlimit bekommen, die werde ich auch einhalten. Und am 14. März werde ich in Stans über das Geheimnis des Räuchens, über spirituelle Räucher, werde ich einen Vortrag haben. Für die, die Interesse haben, in Stans am 14. März. Wir müssen jetzt hier gerade einen Gump in eine andere Welt machen. Ich möchte einerseits euch alle begrüßen und natürlich all die anderen. Ich habe jetzt da irgendwie 15, 16 zählt, die keinen Körper haben, aber die sind auch herzlich willkommen. Es ist eine uralte Sache, dass natürlich immer Seelen, wir sind ja Seelen und die anderen sind Seelen und die Seelen sind immer gerne da, wo eben die anderen Seelen auch sind. Es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, wenn wir ja unseren Körper verlassen, sind wir ja auch wieder ein Teil von dem Ganzheitlichen. Und wenn man natürlich mit dieser Materie verbunden ist, bleibt man ja da, wo die Menschen sind und nicht im Wald aus. Und die Geschichten, die haben sich immer so ganz hinten durch, haben sich die verbreitet und man hat immer wieder so ein bisschen geheimnisvoll geredet davon. Man hat das erlebt, man hat dieses erlebt, aber so offen hat man nicht reden darüber, weil man ja schlussendlich nicht hat wollen Spinner sein oder irgendwie abartig oder andersartig und so weiter. Und doch, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, kommen sehr schnell Geschichten von Erlebnissen, die sie auch hatten, eben mit dieser Anderswelt, mit dieser Geistwelt. Seit meiner Kindheit habe ich immer wieder Kontakt mit Verstorbenen und mache das natürlich nicht für andere, sondern das ist einfach etwas, was ich selber mache, weil ich in der ganzen Schweiz, respektive in Deutschland, Vorarlberg unterwegs bin, um Energie, Fremdenergie zu den Häusern rauszunehmen. Und das gibt ja keine Gebühr, die ich nicht schon gemacht habe. Also ob Praxis, ob Arbeitsgeräte, ob Schulhäuser oder natürlich immer und immer wieder Privatwohnungen, Häuser, wo eben noch Geister drin sind, Geistwesen, respektive alte Besitzer, die da noch nicht begriffen haben, dass es eigentlich jetzt eine andere Welt gibt. Und es ist interessant, dass man dann nachher in die Welt hineinkommt, wo man mit diesen quasi Verstorbenen, da komme ich dann darauf zurück, kann ein Gespräch haben, wo man versteht, warum dass sie eigentlich da sind. Und die Geschichten, die kommen immer und immer wieder zum Vorschein. Und ganz viele Menschen haben nämlich selber Erlebnis gehabt. Es ist etwas ganz Interessantes, dass wir nicht einfach zu dem stehen. Meine Lieben, wir leben hier in einer Welt, wo wir nicht allein sind. Das ist eine totale Illusion. Ihr müsst euch vorstellen, dass da ganz, ganz viele, viele Wesenheiten auch noch da sind. Und ich bin ja sehr breit gefächert. Das ist die eine Seite, das ist das Geistig-Spirituelle mit den Seelen zusammen. Und das andere ist die ganze Natur, wo ich auch die Bücher darüber geschrieben habe, über unsere Naturwesen, die hier auf dieser Erde heimisch sind und natürlich dementsprechend auch hier wirken und werken.
Und wenn man dann nachher traut, über das zu reden, dann ist das sehr interessant, dass man plötzlich von vielen Menschen Geschichten bekommen kann, die genau auch sagen, ja, ich habe auch so etwas erlebt oder bei mir daheim ist irgendetwas ganz komisch. Ich sehe immer wieder jemanden oder spüre jemanden und so weiter. Das ist für mich Alltag. Dann muss ich immer wieder lachen, wenn jemand mir anruft und sagt, ja, aber Sie müssen mir hier glauben, das ist ja so, sage ich, ja, das ist für mich Alltag. Und für mich und tausend andere Menschen sind die Welten Realitäten, so wie für euch die Welt Realität ist, wo wir jetzt gerade vorher auch einen Teil davon gehört haben. Und ihr müsst euch jetzt ganz kurz drinnen versetzen, was macht ein blinder Mensch, der kein Augenlicht hat. Der muss ja irgendwie funktionieren in dieser Welt. Also wird er eine Welt sich kreieren und zurechtlegen, so wie er sich irgendwo erfassen kann. Und er hat ganz eine eigene Welt, die wir nicht sehen, die nur er hat. Und jetzt können wir einen Schritt weitergehen. Jetzt gehen wir in die Welt, wo wir drinnen sind. Und wir haben physische Augen. Mit diesen physischen Augen können wir sehen. Aber das ist auch wieder nur die Welt, wo wir drinnen sind. Eine Illusion. Und jetzt können wir wieder einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir zu unserem Geist zurück, wo wir sind. Ihr sind alles Schöpfergötter, geistige Wesen, wo jetzt im Moment in einem Körper, in einem materiellen Körper in der sitzt. Und wenn ihr den Körper verlönt, merkt ihr plötzlich wieder, dass ihr ja noch ganz etwas anderes seid. Und dann könnt ihr die andere Welt auch noch anfangen sehen, die, wo wir tausende von Menschen, die hier die Begabung haben, drinnen schauen, Tag für Tag. Und ihr habt auch all diese Begabung, aber ihr habt euch das Geistige vielleicht eben zurückgebunden in die Materie und nachher hat man das dritte Auge gar nicht mehr offen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben uns entschlossen, und das ist jetzt, für mich ist das einfach ganz normal, für euch jetzt vielleicht ein bisschen anders, wir kommen hier auf die Erde ganz bewusst, weil wir den Planeten Erde kennenlernen wollen. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt suche ich mir eine Mutter, die mir einen Körper herstellt und nachher begeistere ich die Befruchtung und es wird ein Körper hergestellt und jetzt darf ich hier auf dieser Erde auf die Welt kommen. Und jetzt habe ich den Körper, aber ich hocke in dem Körper. Der Körper ist mein Fahrzeug, mein Werkzeug und das muss ich mir eigentlich bewusst werden. Und was das Schlimmste ist eigentlich für mich, dass in dem Körper innen noch das Hirn ist. Denn das Hirn, das ist eigentlich im Moment ist das noch frei. Und ihr könnt bei den Kindern, bei den Babys wunderbar sehen, wie die mit der Jenseitswelt immer noch verbunden sind, ganz stark, weil sie ja erst langsam hierher kommen und sich in die Materie einbinden. Und ich kann euch sagen, das braucht sage und schreibe 6 bis 7 Jahre, bis wir hier da sind. Mit allem zusammen und endlich begriffen haben, darum kommen wir ja mit der 7er Stufe in Berührung und ich gebe ja seit vielen, vielen Jahren gebe ich die Lehre der Zahlen als die Numerologie. Und in diesen 7 Jahren werde ich hier auf der Erde endlich meines Körpers voll handhaft. Und jetzt fällt ja genau das an, jetzt komme ich von überall her das ganze Geschehen mit, was hier auf der Erde läuft. Und mehr fange ich mich als Wesen von einem Geist mit dem Körper zu identifizieren. Und so reden wir nachher auch. Und das lernen wir auch so. Ich bin. Und ich bin hat aber etwas ganz anderes. Ich bin ist weit etwas ganz anderes, weil das ist eigentlich das Schöpferische, Göttliche, wo ich bin. Und ewig und unvergänglich und immer. Und mein Körper ist mein Körper. Es kommt niemand von euch Sinn, in ein Auto hineinzuhocken und zu sagen, ich bin jetzt Auto. Sondern wir hocken im Auto hin und sagen dem Auto, jetzt wo es durchgeht. Und genau das machen wir nämlich mit unserem Körper. Euer Körper hat kein Bewusstsein. Euer Körper ist Tag für Tag 24 Stunden untertan von eurem Geist. Und immer sagt euer Geist, was jetzt der Körper darf oder nicht darf und so weiter. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt passiert eben genau das, dass ich immer mehr in die Materie hineinkomme, weil ich ja das gelernt habe. Und dann muss ich.
Und dann kommt dann nachher die Schule und dann kommt dann die Erziehung und dann kommt die Dressur und dann kommt alles zusammen, wo ich da durchlebe. Und plötzlich bin ich nicht mehr Schöpfergeist, sondern Materie. Und ich tue mich voll mit dem Körper identifizieren und habe jetzt natürlich ein grosses Problem, dass ich mein geistiges, mein riesiges Potenzial, das ich eigentlich habe, völlig dem Materiellen unterstelle. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Schritt, den müsst ihr mitnehmen. Das ist etwas, das ihr wieder lösen dürft, dass ihr wieder endlich über eure Maschine rauskommt und wieder einmal sagt, ja, Moment, was läuft denn eigentlich hier falsch? Und ihr könnt auch noch etwas ganz anderes erleben, wenn ich mit dem Körper hier auf die Erde komme. Und das ist ja mein Auftrag, den ich selber gefasst habe, hier auf dieser Erde die Erde kennenzulernen. Also das ist wie wenn ihr in die Ferien fahrt, dann geht ihr noch immer her, weil ihr jetzt das Volk oder das Land oder irgendetwas dort kennenlernen wollt. Und ihr könnt euch nicht alles auf den Grund stellen. Sondern ihr geht dort her für genau das und nachher geht ihr wieder heim. Und genau das Gleiche ist eigentlich das, was wir hier machen auf der Erde. Wir kommen auf den Planet, um den Planet Erde kennenzulernen. Und jetzt habt ihr euch schon einmal überlegt, dass hier auf dem Planet Erde alles parat ist für den Körper. Ich muss ja gar nichts machen, es wächst ja aus. Ich muss nur noch Nahrung aufnehmen, am Körper geben und das war's. Und danach könnte ich eigentlich hier wunderbar leben und den Planet Erde mit seinen tagtäglichen Tausenden von Wundern geniessen und erleben. Es gibt immer noch Völker zum Glück, die das machen. Und so sind wir dann nachher in das Unendliche hineingerutscht. Wir sind dann plötzlich da in eine Materie hineingerutscht. Und dann reden wir ja so, ich bin. Und dann heisst es, ich habe jetzt Hunger. Was habe ich Hunger? Ja, geistige Nahrung oder was? Nein, mein Körper hat Hunger. Und am Abend muss ich nie schlafen. Aber mein Körper lege ich ins Nest und dann sage ich so, tschüss, am Morgen hole ich dich dann wieder. Das sind Welten, das kann ich euch sagen, wenn ihr von dieser Materie wieder ein bisschen Abschied nehmt und merkt, dass ihr in einem System seid, das uns wahnsinnig prägt hat. Und schaut, in dieser Ewigkeit, ich bin in einer anderen Dimension daheim, es ist mir logisch, aber in dieser Ewigkeit sind die Barrieren, die ihr hier auf dieser Erde umstöpfert und macht und tut, das ist nichts. Da machen wir uns so viel Sorgen. Auch Sorgen, ob ich jetzt morgen noch da bin oder nicht. Glaube dir, das interessiert mich. Das ist ja nur mein Körper und den lasse ich aber noch gehen. Aber das bereite ich mich so weit vor, dass ich sage, wenn der Körper nicht mehr will, dann tschüss, lieber Körper, dann gehe ich dann wieder. Dann gehe ich eben wieder heim. Und das ist unser grosses Problem, dass dann auch Tausende und Tausende von Seelen in dieser Materie nicht mehr wegkommen. Und ihr glaubt ja nicht, dass wenn einer jetzt mit allem, was er irgendwie noch können aufbringen konnte, ein eigenes Häuschen gebaut hat und da drinnen endlich wohnen kann und sagen, hey, ist das jetzt schön, jetzt habe ich mir etwas erschaffen. Er hat eines Tages eine Herzkrise und tschüss. Und jetzt glaube dir, dass der das alles zusammenliess, einfach los. Und das sind genau die Sachen, die ich immer wieder Woche für Woche antreffe, dass Menschen in dieser Materie nachher wahnsinnig haftet, was kommt denn dem überhaupt hin? Und jetzt wird der andere da, kommt jetzt da und will mich heute kaufen, das fehlt jetzt noch. Und nachher müssen sie dort mit allen Mitteln, und ich glaube gar nicht, was die Geistwelt für Möglichkeiten und für Kraft hat. Unglaublich. Wir können dort, da könnte ich euch jetzt heute ganz abends Geschichten erzählen. Da passiert alles und was mich immer am meisten ärgert, und das ist einfach in einer Klammer, wenn so Geistwesen fangen, auf Tiere losgehen. In der Stelle, das habe ich immer wieder bei Bauern und so, wo dann nachher Tiere angegriffen werden, dass Fehlgeburten entstehen und so weiter. Das ist etwas für mich vom Fiesesten, was es gibt. Und dort werde ich dann sehr rigoros. Also wir sollten ja eigentlich nicht die Frage stellen, was hat jetzt das mit dem Ewigen zu tun, sondern wir sollten dann die Frage stellen, wieso habe ich so ein Problem, das Irdische dermassen wieder eigentlich zu verlassen. Und dann ist es ganz sagen, es ist doch einfach gut, wir gehen doch wieder
es war schön hier auf dieser Erde, ich habe etwas gecheckt und etwas gelernt. Und das ist nämlich jetzt das, was ich vorher gesagt habe. Lehren heisst Bewusstsein. Bewusstsein, das hat jede Pflanze. Ihr könnt neben einem 200-jährigen Baum herhöckeln und nachher den fragen, was meinst du, was ist übermorgen für Wetter? Und dann sagt er, weißt du was, das interessiert mich jetzt gar nicht, aber was jetzt gerade ist, das interessiert mich. Und das hat der Mensch verlernt. Und der 200-jährige Baum, der steht seit 200 Jahren an dem Platz und hat noch nie gefragt, was gestern ist und was morgen kommt. Nie. Das ist Bewusstsein. Da könnten wir gerade einen Brotschnitt abhauen. Und wir sind ständig immer am Säckeln und tun und machen und planen und hinter sie und für sie. Und das, was im Moment passiert, das ist einfach, es ist einfach. Und meine Lieben, das ist unser grosses Problem, dass wir das haben, dass wir unser Denken nicht auf das herlenken, wo wir drinnen sind. Ihr seid alle zusammen Weissager. Das kann ich euch sagen. Weil das, was ihr heute macht, das kommt übermorgen. Da muss ich überhaupt niemanden fragen, wie sieht mein Leben aus? Das entscheide ich ja jetzt im Moment, hier, da, jetzt. Mein Denken und meine Taten, meine Worte, die ich ausspreche und so weiter, die haben eine unglaubliche Kraft, das unterschätze ich dir gewaltig. Und mit dem schaffe ich euch ein eigenes Leben Tag für Tag. Jede Krankheit und alles. Was glaube ich dir, wenn der Körper jeden Tag muss hören, jetzt muss ich wieder aufstehen. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Ja, eines Tages müsst ihr nicht mehr aufstehen, weil der Körper krank ist. Und das ist unser Problem. Ihr tönt am Körper eine Negativkraft übergeben und das wird mit der Zeit wird das Realität. Da könnt ihr jetzt lächeln wie ein Event, das ist mir gleich. Das sind unsere Naturgesetze, die können wir nicht verändern und müssen sie auch nicht verändern. Und das ist jetzt alles unser liebes Hirn, das hier auf der Erde sehr, sehr wichtig ist. Ich sage nichts gegen das Hirn. Das ist auf der Erde wichtig, aber in Dimensionen hinten dran könnt ihr mit eurem Hirn nicht mehr. Das ist eine andere Welt und da hat ja das Hirn auch gar nichts zu tun da drin, weil es nämlich gar nicht für das geschaffen ist. Und darum kommt etwas Wunderbares. In dem Moment, wo ihr euren Körper loslässt, die Materie, bleibt das Hirn auch da. Und nachher sind ihr genau in dem Bewusstsein, in dem ich muss jetzt, und ihr habt keine Augen mehr zum Schauen, ihr habt keine Ohren mehr zum Hören, ihr könnt kein Gehirn mehr, das ihr jetzt denkt. Was muss ich jetzt? Versteht ihr, wenn ihr, so wie ich, fast immer wieder mit Menschen kommunizieren, die den Körper verlassen haben, gerade Suizid, das ist etwas ganz Spezielles, wenn ein Mensch seine Werkkiste kaputt macht, oder sein Fahrzeug, und nachher da steht und sagt, was ist jetzt? Dann sage ich, ja, was ist jetzt? Hast du jetzt gemerkt, dass du immer noch lebst? Und interessant ist auch, dass sie ja gar nicht checken, dass sie eigentlich jetzt gestorben sind. Und ich kann euch sagen, das ist etwas vom Verrücktesten, was ich lernen musste, diesen Seelen erklären, dass sie nach unserem Begriff tot sein sollen. Und das ist etwas Unmögliches. Das ist unmöglich, weil jeder sagt doch, ja, was und tot. Spinnst du das? Könnten wir gar nicht schnurren miteinander. Dann sage ich, ja, du musst das jetzt von einer ganz anderen Seite anschauen. Schau jetzt das Fahrzeug, das du jetzt hast, das ist, der hat den Körper, braucht ja nicht zwei. Aber er müsste jetzt diesen Moment können, so weit sein, dass er jetzt mit seinem Bewusstsein, und darum ist das so wichtig, was wir dort reinholen, beim Bewusstsein, Tag für Tag, bewusst leben und bewusst sein, dass ich nachher kann sagen, liebe Erde, es war fantastisch da, ich hatte es wunderschön, ich habe es so eingerichtet, darf man, es ist nicht verboten, glücklich sein ist nicht verboten. Also habe ich es mir so eingerichtet und jetzt tschüss, liebe Welt. Das wäre genau das. Und hier hängen Tausende und Tausende von denen, wegen allem Möglichen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was man alles kann hängen. Und der Körper ist eben nicht ein Ich. Und man muss wieder probieren, loszulassen. Das heisst, man muss wieder frei werden für uns selber.
dass man wieder einmal merkt, wir sind eigentlich Schöpfergeist. Schöpfergeist. Und nichts, aber gar nichts kann mich hindern, an dem zu machen, was ich will. Ihr habt einen freien Willen. Stell sich eins vor, dass wenn man an Gott glaubt, ob man glaubt oder nicht, das ist egal. Das ist einfach, die Kraft ist da. Ohne Begeisterung von etwas gibt es nicht. Das ist auch der Natur aussen so. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in der Natur für eine absolute Liebe, für eine Demut, für eine Bescheidenheit, für ein Füreinander und Miteinander ist. Da könnten wir ganz, ganz viel lernen. Wenn wir Menschen so würden umgehen miteinander, hätten wir ein Paradies auf dieser Erde. Und in dieser materiellen Welt, die wir uns geschaffen haben, und die laufen wir jetzt halt, wir haben sie jetzt so geschaffen, also müssen wir jetzt halt da drinnen zu Gang kommen, aber wir können ja immer wieder auf das Schöpferische zurück und sagen, wir können es uns ja anders einrichten. Wir haben einen freien Willen, meine Lieben, das ist etwas ganz Gewaltiges, ein freier Wille. Ihr könnt jedes Sache machen, die ihr wollt, es steht euch nichts im Weg, außer dir euch selber. Und die Entscheidung, das hängt jetzt, aber das ist ja wieder mein Hirn, das hängt jetzt von dem und von dem und vom Sepp und von diesem und das heisst immer, ja, ich würde schon wenn. Warum traue ich nichts zu machen? Solange es um mich geht, darf ich immer frei entscheiden, sobald es um andere geht, probiere ich nachher natürlich irgendwo auch meine Rücksicht zu nehmen, aber solange es um mich geht, hält mich niemand und gar nicht zurück, das zu erreichen, was ich will. Und wenn jeder von euch für sich selber konsequent sorgt, ist für alle gesorgt. Die Erkenntnis, die müsst ihr ernst nehmen. Ich bin, heisst eigentlich, ich denke oder ich spreche. Und mit euren Worten, und darum steht ja der Bibel, ganz einfach, auch die nicht glauben an das, steht es vorderst vorne, am Anfang war das Wort. Und warum steht das Wort? Weil mit einem Wort kann ich an einem Menschen unglaublich viel Freude machen oder viel Schaden zufügen. Ich kann mit der Faust an einem Menschen in den Körper hineinschlagen, das tut ihm einen Moment weh. Aber wenn mich böse Worte anhängen, hängt das lang, lang, lang nach und das kommt dann nach irgendeinem auf mich zurück. Das sind Sachen, wo wir uns ganz bewusst werden müssen. Schlechtigkeiten, die ich rausgebe, das ist mein Mist, auf dem ich dann stehe. Und dem menschliches Leben begegnen, das ist eben etwas, wo man einfach eine langsame Kunst ist natürlich, weil wir immer wieder mehr merken, dass wir total in die Materie hineingerutscht sind. Wir sind völlig in der Materie, wir beschäftigen uns ständig und immer mit der Materie. Auf eine Art ist es ja auch verständlich, aber auf eine Art müsst ihr wieder eure Schöpferkraft zurückholen. Wir sind völlig nur noch zum Rat geworden von einer materiell prägten Denkweise von einer Wissenschaft, die nur noch in eine Richtung marschiert. Und die Wissenschaftler, liebe Anwesende, haben nichts grösseres Hirn als mir. Nur ein anderes. Und auch ihr Hirn kann in die Dimensionen über dem Hirn denken, weil es gar nicht möglich ist. Darum stehen wir alle zusammen am Gleichen. Wir stehen einfach an. Irgendwo stehen wir an. Und dort kommt genau der Moment, wo ich jetzt etwas muss anfangen begreifen und glauben. Und ohne Glauben geht es nicht. Es geht nicht. Ich muss nicht immer alles beweisen, das ist einfach Kabis. Ich muss doch einfach eins glauben, etwas. Und mit dem kann ich mir nämlich riesige Brücken bauen. Und das ist als kleines Beispiel wieder, wenn das Kind am Vater oder Mutter glaubt, dass wenn es in die brennende Kerze hineinlenkt, dass es jetzt Täpli verbrennt, dann kann es ja das so lehren, ohne dass es jetzt die Finger verbrennt hat. Aber das kann auch reinlängen und sagen, ja, du hast dir recht gehabt, ich habe jetzt Finger verbrennt. Und das machen wir 100 Mal. Wir tun Sachen immer selber erfahren, obwohl es ja schon Dutzende von uns gesagt haben, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Ich müsste das anders. Jetzt müssen wir halt eigentlich Vertrauen lernen und glauben und die Verantwortung von meinem Handeln selber wahrnehmen. Und danach kann ich einfach entscheiden, was will ich und was will ich nicht? Was ist für mich wichtig und was eben nicht? Es ist mir auch sehr wichtig, dass ihr merkt, dass wir, wenn wir den Körper verlassen, versteht ihr, der Tod, das ist für mich auch so etwas von nebensächlich. Das ist für mich kein Thema.
wir gehen in den Körper, wir kommen. Im Gegenteil, wenn ich denke, jeder Mensch, der hier frisch auf die Erde kommt, dann müsste ich eigentlich eine tiefe Trauer empfinden. Und nachher, wenn er den Körper wieder verlässt, dann müsste ich ein Fest machen und sagen, der hat es geschafft, der hat es gecheckt. Und was machen wir? Wir fangen dort an zu trauern, wir geben diesen Seelen noch ein schlechtes Gewissen, dass sie überhaupt gehen dürfen. Und das ist ja nicht unsere Sache. Ich will doch, wenn ich meinen Körper lassen muss und mich niemand trauern, das muss nicht. Logisch ist es, eine gewisse Trauer, das gehört zum Leben. Das ist klar. Wir dürfen das. Aber verstehen Sie, wir müssen sehr schnell aufpassen, dass wir nicht von Ego haben. Ego heisst, es geht jetzt um mich. Ich habe jetzt etwas verloren. Aber denke ich auch, wenn schon andere, die jetzt das Ganze abgeschlossen hat und sagt, so, jetzt habe ich es gesehen, jetzt gar nicht. Irgendwo treffe ich dort auch schon wieder. Es geht uns niemand, gar nie. Und da ist eine unglaubliche Matrix dahinter, die eigentlich die ganzen Informationen hebt und mitbringt und in der Ganzheit speichert. Und das ist eben das Bewusstsein. Und wenn ich Menschen mit der Aura anschaue, kann ich das sehr, sehr schön sehen. Dort ist die Entwicklung sichtbar, wie ein Mensch sich entwickelt oder wohin, dass er sich entwickelt. Und das ist in eurem eigenen, das in eurem eigenen Ermessen. Und das ist nicht in der äußeren Aura, sondern in der inneren Aura, weil wir haben ja drei Geistkörper, respektive sechs, mit dem physischen, den wir dann nachher auch noch haben. Der kommt ganz zuhinterst hinten, da sind ganz andere Körper noch viel wichtiger. Und der Wunschkörper, der ist noch interessant, dass ich mir den, wenn ich den Körper, den materiellen Körper lasse, dass ich mir dann noch wieder einen Wunschkörper herhole. Der kann ausgehen, wie der will. Der formt er selber und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wo ihr einfach nicht könnt drum herum kommen, ist, dass ihr in dieser Ganzheit einmal müsst in die Zwischenwelt zurück, woher ihr gekommen seid. Und Zwischenwelt heisst, das ist ein Teil von dieser Erde, ein richtiger Mantel, wo unsere Naturwesen in ihrer geistigen Form auch drinnen sind. Und das ist ein riesiger Bahnhof. Das müsst ihr euch vorstellen, da kommen alle die Seelen her in die Zwischenwelt, die hier eine Mutter suchen zum Inkarnieren, die ein Leben wollen, wieder anfangen mit einem vollpackten Rucksack. Und das sind auch all die, die jetzt gerade den Körper verlassen, die gehen auch in die Zwischenwelt. Und von dieser Zwischenwelt, das ist der Bahnhof, da kommen wir wieder weg. Und jetzt bleibe ich eben viel auf dem Bahnhof. Und das ist auch in der Wirklichkeit, dass wir nie mehr Seelen antreffen als auf dem Bahnhof. Die sind ständig immer am Schauen, was sie jetzt wieder hier sollen. Und der Zwischenzustand, das ist etwas ganz Interessantes, weil in dem Moment, wo ihr dort hergeht, und da tun die auch viele Nahtoderlebnisse von Menschen, die dann nachher natürlich wieder in ihren Körper zurückgekommen sind, erzählen die ja so, wie sie ihr Leben kurz gesehen haben, ablaufen und gemerkt haben, was sie alles gemacht haben in dem Leben, wo da irgendwo Baustellen sind und andere Sachen, die man auch noch könnte machen oder hätte können. Aber bitte denke daran, ihr seid eure eigenen Richter. Es gibt keinen Richter hinten dran, der euch sagt, das ist falsch gewesen, da hättest du können und dort hättest du sollen und weiss was. Sondern ihr lehrt selber immer. Immer. Das ist etwas Fantastisches. Darum dürfen wir auch so Freude haben, wenn wir einst den Körper verlassen. Weil wir werden einfach eine Bilanz ziehen von dem, was wir gemacht haben. Das war's. Und wenn ich natürlich jetzt in einer hundsmiserablen Art gelebt habe, an vielen Menschen Leid zugefügt und so, ja, gut, also, das ist auf dem Konto. Und das ist nicht auf der Bank, das ist bei mir selber. Es gibt niemanden, der euch tadelt, es gibt niemanden, der euch richtet, das ist dummes Zeug. Ihr richtet euch selber, ihr schafft euer eigenes Leben und die Konsequenz davon ist das, was ihr schafft, das kommt auf euch zurück. Und es gibt keine größere Gerechtigkeit als das. Jeder. Ob jetzt in diesem Leben oder in einem 20. Leben hinten dran, irgendeins muss er aufräumen und etwas lernen und er darf immer den gleichen Fehler wieder machen, da hinterher durch niemand dran.
wenn ich in der Stube einen Balken habe und ich mit meiner Größe jetzt halt unbedingt mit abgehobenem Haupt da durch will laufen, dann werde ich halt den Kopf anschlagen. Und das kann ich 20 Mal machen, das interessiert den Balken nie. Entweder lehre ich endlich etwas und sage, ja gut, also Balken, Kopf runter und andererseits wieder rauf. Oder ich schlage halt jedes Mal mit Grind an, das interessiert niemand. Das ist etwas ganz Schönes und das tut euch nicht vorgeben, ihr macht Fehler. Es gibt keine Fehler. Es gibt einfach ein Erleben und Lernen und sehen, das ist jetzt nicht gerade das Schlimmste, was ich gemacht habe. Ich glaube, man könnte es auch besser oder anders. Und da hat es ganz viel, wo einem würde helfen würde, zum Beispiel schlaue Bücher, die zu Hause auch rum wären. Manchmal muss man nur ein einziges Buch lesen, aber das wirklich. Ich will hier noch einmal ganz klar betonen, wie wichtig und entscheidend eure eigenen Worte und Gedanken sind. Das ist einfach unglaublich wichtig, dass ich weiss, ich habe einen freien Willen, ich kann selber entscheiden und lenken und tun, aber alles, was ich mache, ist immer meins. Wenn ein Erbschen auf einen Miststock geht, gibt es gleich einen Erbsenstrauch daraus. Das interessiert eigentlich niemand. Das ist immer mit dem, wo ich weitergehe, schaffe ich. Und das wird in einer Kette, ihr müsst euch vorstellen, eure Leben sind wie ein Rosenkranz oder ein Perlenkranz, der gebunden ist. Da kommt immer eins am anderen an. Und darum macht es auch keinen Sinn, da irgendwo Reinkarnation für zu grübeln und dann da habe ich ja nur noch mehr Probleme, als ich sonst schon habe. Warum lebe ich nicht hier, jetzt, in dem, da hatte ich nämlich bis genug zu tun, bis genug. Und was ich wichtig finde, ist immer, was mir noch wichtig ist und soll kommen im Leben, das kommt selber. Das bringt mir die geistige Welt, weil ich habe natürlich ein unglaubliches Vertrauen zu meiner geistigen Welt, zu meiner geistigen Vier. Ich weiss, dass die da sind und die ich kann mit denen arbeiten, ich kann mit den Naturwesen arbeiten, aber immer so, dass sie mir meinen freien Willen geben. Und wenn ich einen Scheissdreck deutsch gesagt will machen, dann sagen sie ja, wenn du das meinst, es ist gut, dann lernst du es halt. Das ist, aber auf der anderen Seite lenke ich zu uns auch in vielen, vielen Sachen zu Sachen, wo ihr könnt genauso mit den Ahnen eine unglaubliche gute Verbindung haben, denn die Ahnen, die sind Gold wert. Aber nicht die, die da rum nockeln, sondern die gegangen sind und wirklich von der Jenseitsebene nachher uns helfen. Die haben enorme Kräfte. Ich muss nicht mit denen da hier kontakten, die sind ja auf der gleichen Ebene wie ich selber. Und sie sind in dieser Materie in einem Bund, im Gegenteil, sie sind ja meistens voller Angst und Hilflosigkeit und weiss ich was. Und darum dermassen verhaftet, dass sie sich hier nachher nicht lösen können. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und danach gehen wir lassen den Körper los. Und das muss man sich vorstellen, da geht natürlich gerade etwas. Wenn ich jetzt einen kranken Körper habe, das muss ich nicht. Ich muss nicht. Das ist meine Entscheidung. Ich darf nämlich in eine andere Ebene lenken. Und es gibt für mich ganz, ganz wichtige Aspekte, dass ich meine Probleme anfange lösen, nicht den Körper heilen. Der Körper kommt dann schon. Wenn mich seine Probleme endlich wegnehmen, ich muss jeden Morgen aufstehen. Wenn ich plötzlich sage, oh, ist das schön, jetzt kann ich wieder aufstehen und die Maschine mitnehmen und es gibt einen schönen Tag, etwas freut nichts, dann ist das eine andere Welt. Und dann muss ich nicht um 10 vor 12 Uhr kochen, ich muss. Nein, ich gehe, weil jetzt meine Liebe kommt und dann mache ich voller Freude ein Essen und siehe da, es ist eine ganz andere Schwingung. Das müssen wir uns einfach immer, immer wieder bewusst sein. Und ich kann euch sagen, dass, eben darum habe ich jetzt gesagt, wegen krank, natürlich kann ich einen kranken Körper haben, aber wir tun ja dann nachher genau das, wir tun das Rad immer weiter drehen, mir geht es schlecht, das ist ein wunderbarer Ausdruck, ich kann euch sagen. Ich habe kein Geld. Herrlich. Wenn ich natürlich solche Affirmationen führen gebe, ich bin krank, stell dir das vor, dann stellt es mir die Harzberg. Das sind Affirmationen, dann muss ich mir bewusst werden, dass das genau das erzeugt, was ich jetzt hier produziere. Und jetzt kann ich mit dem kranken Körper kann ich langsam meinen
geistlos lösen und sagen, ja, da ist jetzt langsam so ein Wrack, den kannst du überhaupt nicht mehr brauchen. Und gut, wir haben dann eine super Medizin, die behaltet dann noch 20 Jahre. Aber wenn das eigentlich der Lauf der Dinge wäre, dann würde ich den Körper irgendeins abgeben, weil ich sage, jetzt ist er nicht mehr brauchbar, also tschüss. Versteht ihr, das ewige Leiden verlängern? Ich sage, der Altersheim Körperaufbewahrungsstätten. Und das ist alles wunderbar. Ich finde es fantastisch, dass den alten Menschen ein Heim geboten wird, wo sie auch eine Pflege bekommen und es daheim wieder. Das ist nichts gegen das, um Gottes Willen. Aber versteht ihr, nicht mit welchen Mitteln probieren die Maschinen am Leben zu erhalten. Was soll denn das? Ich tue doch ein altes Auto, das nicht mehr keine Räder mehr hat, und zwar nicht aufbewahren und das Gefühl gehabt, das ist sich jetzt noch wichtig. Wir haben viel, viel zu grossen Respekt vor dem Tod. Viel zu grossen. Wenn der Körper so krank wird, dass er nicht mehr brauchbar ist, dann kann ich nämlich zu mir selber zurück und sagen, aha, irgendetwas ist, glaube ich, ganz falsch gelaufen. Ihr könnt jederzeit kehren, ihr könnt jederzeit kehren. Glaub ich mir das? Das ist unglaublich. Oder ich kann natürlich den Körper, wie man das halt viel macht, einfach der Medizin übergeben, dann piert mir Gott. Das ist dann nachher... Also, und dann gehe ich irgendeins zu dem Körper aus und lasse los. Und jetzt kommt natürlich das andere. Es gibt ganz viele Menschen, die finde ich fantastisch, die einfach umgekehrt und weg sind. Und jetzt haben alle drumherum ein riesiges Problem, aber der, der gegangen ist, nicht. Weil der sagt sich jetzt, das ist jetzt schön gewesen, bang, Ende. Ich darf bis zur letzten Stunde gesund und zweck hier leben, warum denn nicht? Wo ist das verboten? Also kann ich den Körper nachher gehen. Das ist klar, für die anderen wird das im Moment gerade ein bisschen Schock sein. Aber denkt mir immer wieder an die Seele, die jetzt gegangen ist, dass die ihre Aufgabe erfüllt hat, dass das ihr Weg ist. Wenn ihr selber abbiegen wollt und sagt, ich komme jetzt nicht mehr mit, ich gehe jetzt da, warum soll ich denn nicht dürfen? Es sollte euch niemand hindern an dem. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt kommen natürlich noch die anderen, die durch einen Unfall zu dem Körper ausgejagt werden. Das heisst, der Körper wird zerstört. Und ich muss jetzt den als Mensch abgeben und als Geist muss ich jetzt den einfach loslassen. Und das ist natürlich ein Riesenschock. Und ich kann euch sagen, wenn man mit solchen Seelen redet, die sind natürlich sehr, sehr unsicher, weil sie ja nicht wissen, was jetzt gerade passieren soll. Und darum ist es eben wichtig, dass wir uns immer dessen bewusst sind, es gibt nach dem körperlichen Tod ein Leben. Das ist so wahr, wie ich hier stehe. Es geht einfach weiter in einer anderen Form. Warum so viele Gedanken machen über das? Versteht ihr, da sind wir gerade bei der Impfung. Wieso muss ich mich impfen gegen etwas, damit der Körper nachher noch kränker wird oder was? Ich muss dem nicht ein Hilfsmittel geben, das keins ist, sondern ich lebe mit dem. Und weil ich weiss, dass er mir dient, ist er auch gesund und zwar im Geist fährt es an, nicht im Körper. Unser Wir, ich bin, als uns wahrnehmen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und danach könnt ihr all die Wünsche und die Sachen, die ihr wollt, könnt ihr umsetzen. Und danach könnt ihr eine wunderbare Reise anfangen machen in eine andere Ebene, eben wieder nach Hause. Und das ist eigentlich genau das. Und da hat es ganz viel, das kann ich euch sagen, es hat in dieser Zwischenwelt und also nachher hat das so viele Helfer, wie hier auf der Erde, es hat so viele helfende Hände rum, die euch begleitet, die euch helfen. Es ist überhaupt kein Problem. Wir machen das Problem machen wir selber, das ist hausgemacht. Ganz schlimm. Und die Jenseitswelten, die muss man sich vorstellen, wie eben in der Schule. Wir lernen immer etwas, wir gehen wieder eine Stufe höher, wir gehen wieder da drin, dann gehen wir wieder weg. Ich gehe ja auch wieder in die ewige die gleiche Klasse und dann irgendwann tue ich die Tür zu und sage, so, die zweite Klasse ist jetzt beendet, jetzt geht es in die dritte und so weiter. Und das ist im Leben nicht anders. Wir gehen weiter und wir tun unserem Geist entsprechend, da könnte ich euch auch noch ganz viel erzählen. Tun wir nämlich unsere Welt nachher auch wieder kreieren. Wir können auch nachher wieder in die Schule, wir können auch wieder Bildung betreiben, wir können wieder ein Häuschen haben, wir können wieder einen Garten haben, wir können mit unseren Haustieren zusammenleben, das interessiert doch niemand.
Das ist, Geist schafft Materie und nicht umgekehrt. Und dann müssen wir uns von der Jenseitsebene überhaupt nicht fürchten, sondern wieder einst bewusst werden, dass es da gar keinen Tod gibt, dass es sowieso keine ewige Verdammnis gibt. Die schaffe ich mir nämlich selber und sonst geht es immer ins Licht, in die andere Richtung. Und viele erleuchtete Meister haben uns ja das immer und immer wieder schon gesagt. Und das haben sie vom Paradies geredet. Und warum gehen wir denn nicht dorthin? Es ist ja nicht verboten. Übrigens hätten wir auch hier, wenn wir unseren Verstand richtig würden einsetzen, hätten wir auch hier auf dieser Erde können ein Paradies schaffen. Aber das haben wir verpasst. Und zwar gewaltig. Und unsere Naturwesen, mit denen ich immer wieder Kontakt habe, sie sagen, was sind ihr für Menschen? Wieso laufe ich dir so schnurgerade ins Verderben? Ihr schaut nicht links und nicht rechts und mit uns kommuniziere ich sowieso nicht mehr. Wir machen heute gentechnisch veränderte Nahrung. Könnt ihr euch vorstellen, was das für unseren Körper nützt? Da könnt ihr Karton und Matschi essen, das ist auch gut. Es gibt ein Lehren und ein Verstehen und unser wirklicher Auftrag ist eben, die Wunder, die hier auf dieser Erde sind, die jeden Tag passieren, jetzt kommt dann wieder der Frühling, die Wunder, die hier im Alltag passieren, nehmt einst die wahr, geht jeden Tag einen Moment in die irdische Ebene rein und sagt, wow, ist das nicht schön. Vor ein paar Tagen war es Abendgrau gewesen. Vielleicht habt ihr das gesehen. Solche Sachen lassen mich stillstehen und nachdenken. Also, und dann sorgen wir für einen glücklichen, gesunden Geist in einem gesunden Körper, weil der Körper ist immer abhängig. Das müsst ihr euch merken, der Körper ist von eurem Geist abhängig. Da kommt ja 24 Stunden eure Botschaften über und eure Bewusstsein signalisiert ihm immer, wie es ihm geht. Das ist ein Produkt dessen, was ich denke und handle. Und wenn der Tag kommt, dann nehmen wir in Freude von dieser Welt Abschied. Und die sogenannten Zurückbliebenen lassen wir einfach als Seele gehen. Oder wenn wir den persönlichen Schmerz für uns auch verarbeiten können. Aber nachher ist das irgendwo in der Ganzheit wichtig, dass wir einfach wirklich die Seele in Liebe, in Licht, in Freiheit gehen. Und vertrauen, glauben daran, dass die ganze Freude um die allumfassende, unendliche Liebe, und die ist gerade in der Natur nie eine schöner zu sehen als da. Ich kann euch sagen, was wir Liebe nennen, ist nur am Lackkratzen. Die Liebe, die können wir da in der Natur raus, die können wir dort erfahren. Wir machen so viel Unsinn mit diesen Pflanzen, sie machen immer mit. Sie machen mit. Ein Produkt, das wir erzeugen, das nachher keinen Wert mehr hat, aber sie machen mit, sagen, das ist euer Problem, nicht unser. Und so vertrauen wir eben in die allumfassende und unendliche Liebe, die alles trägt. Und wir werden uns auch wieder bewusst, dass wir eigentlich in reinster, wunderbarer geistiger Form vorhanden sind, als Schöpfergötter, die unendlich, ewig, immer etwas gestalten und walten auf unserem eigenen Sein im Hier und Jetzt. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören.